Sie haben eine Mission. Magerrasen retten. Die Flächen sind zwar unscheinbar, karg und sandig, stecken aber voller Leben. Und das ist mir so wichtig. Ihr müsst die Menschen an die Hand nehmen. Ihr müsst die mit auf die Flächen nehmen. Die dürfen nicht am Rand stehen und sagen, wo sind denn die Blumen? Oder das ist doch nichts. Magerrasenflächen sind ein wichtiger Rückzugsort für zahlreiche bedrohte Tier- und Pflanzenarten, die sich an diese schwierigen Bedingungen angepasst haben. Das ist ein Wiesengrashüpfer. Das ist immer eine Rote Liste 3-Art, da heißt so eine gefährdete Art. Der Erhalt dieser Flächen ist von großer Bedeutung. Ein Mammutprojekt über Jahrzehnte für Mensch und Tier. Wenn man Naturschutzflächen einfach verwildern lässt, dann züchtet man nur Birken und Binsen. Tom! September 2022 auf dem Langenberg im nördlichen Niedersachsen. Seit 2 Jahren will der Landkreis Harburg hier einen Lebensraum für bedrohte Tier- und Pflanzenarten schaffen, eine Magerrasenfläche. Von Anfang an ist er mit dabei, Schäfer Holger Benning. Ich muss jetzt mal einmal gucken, ob der Zaun über einem steht. Ja, weil kann ja über Nacht, dass irgendwelche Rehe oder sowas den zerlegt haben. Wäre nicht das erste Mal. Eigentlich sollten seine Schafe hier schon seit Wochen Landschaftspflege betreiben. Doch die Trockenheit verhinderte das bislang. Jetzt da. Die Rehe sind tatsächlich auf der Fläche. Das heißt, sie müssen durch den Weidezaun gekommen sein. Ja, da vorne, da ist der Zaun runtergerissen. Das Problem ist jetzt, ich muss die Viecher hier erstmal rauskriegen, bevor ich die Hunde rauslassen kann, sonst erledigen die das. Die Rehe muss er möglichst stressfrei von der Weide bekommen, sonst könnten sie sich im Zaun verfangen und verletzen. Doch sein eigentliches Problem ist die Rückkehr des Wolfes. Hier ist guter Schutz wichtig. Das ist ja das, wo uns viele immer so ganz ungläubig angucken, dass wir tatsächlich schon so viele Wölfe in Niedersachsen haben, ne? Und es werden ja immer mehr. Also auch im Landkreis Harburg soll es 2 Rudel geben. Ich weiß noch, als das losging, die Wolfsgeschichte, hieß es, wenn Sie einen Wolf sehen, ist das wie ein 6er im Lotto. Ich habe jetzt schon fast 10-mal einen 6er im Lotto gehabt, aber nur was die Viecher sehen angeht, ne? Also es ist jetzt nicht an der Tagesordnung sicherlich, aber es kommt immer öfter vor. So Mädels, neuer Auftrag. 70 Schafe bringt Holger heute auf den Langenberg. Der Bewuchs ist karg. Die Schafe müssen aber genug Futter finden, denn sie stehen Tag und Nacht draußen. Nur so können sie ihren Job machen. Naja, es geht ja darum, dass die Schafe hier Ginster und Co. verbeißen. Die aufkommenden Junggehölze wie Eichen und Ähnliches, dass einfach eine offene Fläche bleibt, ne? Wo Licht reinfällt und so. Und von daher ist das nötig, dass sowas einmal im Jahr mindestens gemacht wird dann, ne? Nur durch seine Landschaftspfleger kann die Fläche ein Biotop für Reptilien und Insekten werden. Zum Schutz seiner Schafe vor Wolfsübergriffen hat Holger diese besonderen Herdenschutzhunde dabei. Geht schon los. Max und Lucy. Oh, ich sag mal, gefühlt sind alle Bäume jetzt 7-mal dran heute. Bis das ganze Dorf weiß. Also normalerweise sagt man auf 100 Schafe circa ein Hund. Wir haben normalerweise 2 bis 3 Hunde pro Herde stehen. Egal wie groß die Herde ist, wie unübersichtlich das Gelände ist, das reicht eigentlich aus. Herdenschutzhunde arbeiten selbstständig und gelten als sehr stark und mutig. In ihrer Heimat Anatolien wurden sie speziell dafür gezüchtet, Weidetiere gegen Wölfe und Bären zu verteidigen. Sie passen ab jetzt auf die Schafe auf, bis Holger die Herde in ein paar Wochen wieder abholt. Winter auf dem Langenberg. Während die Schafe im Stall sind und Lämmer bekommen, ruht die Fläche. Einige Monate später und 300 Kilometer entfernt bei Emsbüren.
Auf den Magerrasenflächen von Maike Hoberg von der Naturschutzstiftung Emsland kehrt das ursprüngliche Leben bereits zurück. Im Lauf der Jahrhunderte oder Jahrtausende haben sich spezielle Pflanzenarten und auch spezielle Tierarten auf diesen schwierigen Lebensraum eingestellt, haben sich entwickelt. Und dann kam der Mensch und wollte hier natürlich auch leben und sein Auskommen machen und hat solche Flächen natürlich auch bearbeitet, gedüngt. Und das können diese Tiere und Pflanzen, die ja sich auf dieses unglaubliche Mager und Trocken eingestellt haben, nicht haben. Das sind sie nicht gewohnt, wenn da plötzlich Dünger oder Wasser ist. Und dann wurden sie verdrängt. Darum wurden auch Magerrasenflächen auf der UN-Konferenz von Rio de Janeiro 2012 als besonders wertvoll eingestuft. Das war für Maike die Initialzündung für ihr Projekt. Das ist oft eine Koexistenz zwischen dem Insekt und der Blume. Die haben sich ja zusammen entwickelt. Das ist so ein bisschen wie Schloss und Schlüssel. Also die Saugorgane, der Rüssel von so einem Schmetterling, hat sich an die Blütenform zum Beispiel von so einem Bergsandglöckchen oder auch anderen angepasst. Fällt einer dieser beiden Partner raus, gibt es die Blume nicht mehr und gibt es das Insekt nicht mehr. Maike hat vor mehr als 10 Jahren in einem der ersten Magerrasenprojekte deutschlandweit solche Flächen aufwendig angelegt. Wenn ich hier bin und ich sehe, dass hier diese seltenen Bergsandglöckchen da sind und blühen, dass Schwebfliegen sie anfliegen, dass hier Hummeln und Wildbienen unterwegs sind, dann bin ich glücklich. Dann weiß ich, dass wir den richtigen Job machen und den seltenen Tieren und Pflanzenarten einfach wieder helfen und wieder den ursprünglichen Lebensraum zurückgeben. Maikes rund 20 Hektar großes Magerrasengebiet umfasst unterschiedlichste Flächen, wie hier trocken und sandig oder nur 500 Meter weiter direkt an der Ems eine Magerrasen-Grünlandweide. Anders als auf dem Langenberg sind hier keine Schafe im Einsatz, sondern Limousin-Rinder. Sie gelten als sehr robust und genügsam. Maike hat lange nach einem Pächter gesucht, bis sie schließlich Bio-Rinderzüchter Franz Josef Grüner gefunden hat. Komm! Das Problem? Die Beweidung dieser Flächen ist aufwendig. Das Futterangebot ist spärlich. Er muss seine Tiere häufiger umweiden. Heidi ist die Anführerin. Die kommt immer als erstes. Da es sehr warm ist, kommt er mehrmals täglich, um zu sehen, wie es den 11 Muttertieren und ihren Kälbern geht. So, siehst du wohl. Komm mal her, kommt. Die ist uns zur Renaturierung zur Verfügung gestellt worden. Und wir versuchen jetzt mit dieser extensiven Bewirtschaftung diese Fläche wieder in einen Zustand zu bringen, wie es in den 50er, 60er Jahren ganz normal war, als jeder Bauer sein Vieh auf der Wiese hatte, als der Kiebitz und der Brachvogel ganz normal auf jeder Wiese zu finden war. Diesen Sommer kommt erschwerend die Trockenheit dazu. Gerade bei dieser Hitze, da müssen täglich die Pumpen kontrolliert werden. Das wär schon schlimm, wenn die Pumpen nicht funktionieren und die Tiere dursten müssen. Seht ihr, die Tiere, die gehen mit der Nase davor und schieben den Riegel nach vorne und dann kommt das Wasser. Der Rinderzüchter hat heute noch einen Termin mit Maike Hoberg. Sie will kontrollieren, wie sich die Flächen durch die Beweidung entwickelt haben. Hallo? Hallo? Welche Kuh ist das, Franz Josef? Das ist Trixie. Ich gucke mir die Flächen ja gerade mal so ein bisschen an. Ja. Sieht super hier aus. Also ich bin total happy, dass wir dich als Pächter gefunden haben, dass wir hier unsere 9 Hektar Magergrünland von dir beweiden lassen können. Und ich bin sehr gut zufrieden. Die Artenvielfalt auf den Wiesen, die hat wieder zugenommen. Das ist natürlich eine absolute Win-Win-Situation für alle. Für den Naturschutz, weil wir durch seine Flächenpflege eben die Biodiversität fördern. Ich finde es total super, dass diese Tiere glücklich sind und glücklich leben,
viele Wiesen, Vögel und Insekten brauchen ja diese Symbiose, das Zusammenleben mit Rindern und Schafen. Das ist ein ganz natürlicher Kreislauf. Das fängt schon über den Dung an, in dem sich die Insekten ansiedeln. Die werden dann von Vögeln gefressen und die wiederum von größeren Tieren gefressen. Das ist ein Kreislauf, das ist ein ganz wichtiges Rädchen im ökologischen Getriebe. Durch ihren Einsatz brütet zum Beispiel der stark gefährdete Kiebitz wieder hier. Auch er braucht offene Flächen. Ich sag tschüss, ich muss weiter und bis zum nächsten Mal. Ja. Tschüss, Franz Josef. Schön, dass du da warst. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Maikes Fachwissen ist gefragt. Deshalb ist sie heute auch noch mit einer Gruppe Naturinteressierter aus Vechta unterwegs. Die hatten sie kontaktiert, weil sie auch dort Magerrasenflächen anlegen wollen. Ist auch schon wunderschön gelb am Blühen. Ne? Hornklee ist das hier. Das haben wir hier, die Marguerite. Ich hoffe, ich kann das vermitteln. Wir stehen hier und ich muss mich eigentlich gar nicht bewegen. Und ich könnte euch schon 10, 15 blütenreiche Wildkräuter, Blumen zeigen. Es sind typische Magerrasenpflanzen, die zeigen, wie artenreich diese Fläche ist. Diese Zusammensetzung, die jetzt hier zu finden ist, ja. Ist die so angelegt worden? Ist das bewusst so gewesen? Ja, die ist im Frühjahr eingesät worden. So sieht das dann aus, wenn das Saatgut aufläuft. Also viele denken immer, da ist doch nichts, da kommt noch nichts. Aber ich kann dann schon sehen, da sind jede Menge irgendwie Wildkräuter bei und man muss einfach Geduld haben. So sah es dann irgendwie 4, 6 Wochen nach der Aussaat aus. Das kann auch mal 8 Wochen dauern. Und da habt ihr auch den roten Klee zwischen, hier habt ihr das Labkraut. Also ihr seht das. Und das ist mir so wichtig. Ihr müsst die Menschen an die Hand nehmen. Ihr müsst die mit auf die Flächen nehmen. Die dürfen nicht am Rand stehen und sagen, wo sind denn die Blumen? Oder wo, das ist doch nichts. Das erlebe ich immer wieder. Aber ich hoffe, ihr seht das hier und nehmt das mit, wie artenreich das hier ist. Damit die regionalen Wildblumen hier wachsen konnten, musste sie erst den Oberboden abtragen lassen. Das ist ja das ganz Wichtige an unserer Arbeit, dass wir nicht nur Naturschutzarbeit durchführen, sondern sie auch unter die Leute bringen, darüber berichten, erzählen, zeigen. Und ich hoffe, das hat heute Vormittag gut geklappt. Und wenn die dann inspiriert und motiviert sind, Ähnliches zu tun, dann haben wir alles erreicht, was wir wollten. Sommer auf dem Langenberg im Landkreis Harburg. Hier gibt es jetzt viel zu entdecken. Neben typischen Magerrasenpflanzen wie Disteln auch viele seltene Insektenarten wie Rosenkäfer, Feuerfalter und Grünwidderchen. Ihnen ist heute Diplombiologe Dietrich Westphal auf der Spur. Der 72-Jährige ist seit Jahrzehnten einer der Experten für Insekten und Reptilien in der Region. Ein Ameisenhaufen, der im Gegensatz zu dem, was die normalerweise so bauen, mehr oder minder unterirdisch angelegt ist. Man sieht hier überall die Löcher und da krabbeln jede Menge rum. Und das ist auch eine der Arten der roten Waldameise. Da heißt also geschütztes Tier. Seit Ende der 80er Jahre ist Dietrich auf dem Langenberg unterwegs. Sein Interesse gilt heute den Heuschrecken. Ja, das ist diese Magerrasensituation, die wir hier haben. Wir haben kaum höhere Vegetation. Das ist alles höchstens kniehoch hier. Es ist sehr trocken, sandig. Und da gibt es dann schon den Lebensraum für verschiedene Heuschreckenarten, die in der Agrarlandschaft sonst eben kein Überleben mehr finden. Um die 50 Heuschreckenarten sollen in Niedersachsen mittlerweile heimisch sein. Knapp 20 davon auf dem Langenberg. Die Spinne sitzt da an einem ihrer Eingesponnenen und saugt da anscheinend dran. Fressen und gefressen werden, das ist wichtig für das ökologische Gleichgewicht auf diesen Flächen, sagt Dietrich. Hunderte verschiedene Falter und über ein Dutzend unterschiedliche Ameisenarten sind hier mittlerweile auch heimisch, schätzt er.
der hier so rumhüpft, das ist ein Wiesengrashüpfer. Das ist immer eine Rote Liste 3 Art, da heißt eine gefährdete Art. Der ist hier sehr häufig, aber wir sind hier ja auch in einem Heuschreckenparadies, kann man so sagen. Die Halsschildseitenränder sind ja Bestimmungsmerkmale für diese Heuschrecken. Und die sind bei dem halbwegs gerade, so leicht eingebuchtet, bisschen tailliert. Mindestens 15 verschiedene Arten will Dietrich heute finden. Da haben wir eine ganz andere Art. Das ist eine, die hier schon früher sehr häufig vorkam. Das ist der Heidegrashüpfer. Das ist ein Weibchen. Die hat hinten Legeklappen. Das heißt also praktisch Organe zum Eierlegen. Und ja, die haben die Männchen logischerweise nicht. Ich lasse sie jetzt mal los, Moment, damit man mal sie mal im Ganzen hat. Es scheint, als habe sich die sandige Magerrasenfläche auf dem Langenberg bis jetzt gut entwickelt. Hier haben wir ein Männchen von dem gemeinen Grashüpfer. Man sieht, der hat im Vergleich zu dem Weibchen verlängerte Flügel, damit er damit auch noch rufen kann. Damit er hier die Beinchen gegen die Flügel reiben kann und damit eben sein Zirpen erzeugt. Immerhin 12 verschiedene Heuschreckenarten sind ihm heute ins Netz gegangen. Es sollte was passieren, ja. Es sind eben nicht nur die Ginsterpflanzen hier, die hier ja eigentlich standortgerecht sind. Das kann man ja nicht anders sagen. Es sind auch andere Gehölze, die hier so langsam wieder hochkommen und das Gebiet in Beschlag nehmen sozusagen. Deshalb sollten möglichst schnell wieder die Schafe von Holger Benning auf die Fläche kommen. In Emsbüren müssen Rinderzüchter Franz Josef Grüner und seine Frau Claudia ihre Limousinherde umweiden. So. Dann machen wir das hier erstmal zu. Ja, ist so. Ach so, ich halte es fest hier. Jetzt ist noch kein Strom drauf. Die kennen diesen Einlass oder Auslass einfach noch nicht, die Kleinen. Und dann sind die immer, ja, doch ein bisschen irritiert. Und dann hoffen wir immer, dass alles gut geht, ja. Rund 3 Monate waren ihre Mutterkühe mit Kälbern jetzt auf dieser Fläche. So, jetzt wollen wir mal. Also ich bin schon aufgeregt, dass das funktioniert. Die Tiere müssen zwar nur über den Weg, doch das möglichst zusammen. Denn wenn die Kälber ihre Mütter aus den Augen verlieren, könnten sie panisch werden. Kommt, 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 kommt. Doch es kommt nur ein Teil der Herde. Doch, ja, nee, ich glaube nicht. Die letzten da hinten, da steht ja noch eine, die weidet noch. Die sollen eigentlich alle jetzt hier hinkommen, damit die gemeinsam rüberkommen können, ja. Aber ja, funktioniert nicht so. Ja, komm her, komm, kommt, kommt, kommt. Sollen wir es mal versuchen? Sollen wir? Ja. Was machst du mit den anderen? Wenn die alle rüberrennen, kommen die wohl, ne? Ich hoffe. Ja, komm, wir versuchen's. Franz Josef weiß, wenn die Kälber von ihren Müttern getrennt werden, würden sie immer versuchen, den kürzesten Weg zu ihnen zu finden. Komm! Im schlimmsten Fall durch den Zaun. Dabei könnten sie sich schwer verletzen. Durch das Nachtreiben wollen sie das verhindern. Wegen des kargen Nahrungsangebots müssen sie auf den Magerrasenflächen häufiger umweiden. Nimm deine Babys mit. Immer Bon Jovi. So, komm. So, komm, weiter geht's, hopp. So, komm. Na komm, weiter geht's, hopp. Na komm. Weiter geht's, hopp. Nach einer halben Stunde geschafft. Die Herde soll nun auf der gegenüberliegenden Weide den Magerrasen pflegen. Die Kühe mit Kälber, die können jetzt hier erstmal, ich denke mal, 3 bis 4 Wochen laufen bleiben. Die können hier aus dem Vollen schöpfen. Und wenn das leer gefressen ist, dann kommen die wieder auf die alte Fläche zurück. Dann ist da ein bisschen nachgewachsen. Und so tun wir uns hin bis zum Herbst. Und dann so Anfang November, wenn das Wetter schlechter wird, dann werden die Tiere in den Stall geholt. Spätsommer.
Auf dem Langenberg im Landkreis Harburg müssen die Schafe von Holger Benning wieder zur Landschaftspflege ran. Eigentlich hätten sie schon längst wieder die Flächen von aufkeimenden Bäumen und Sträuchern freihalten sollen. Doch die Finanzierung der Beweidungsmaßnahme durch den Landkreis hat sich in diesem Jahr verzögert. Es gibt Bodenbrüter, es gibt Niederwild, was sich auf offenen Flächen wohlfühlt. Und das funktioniert halt nicht, wenn man, ich sag mal, Naturschutzflächen einfach verwildern lässt. Dann züchtet man nur Birken und Binsen. Holger hat wieder seine Herdenschutzhunde als Aufpasser dabei. Sie sind jetzt wichtiger denn je. In den letzten Wochen gab es im Landkreis Harburg mehrere Wolfsangriffe. Täglich ist der Schäfer vor Ort bei seinen Tieren. Hunde füttern, Zaunkontrolle, ne, die Herde selber. Den Schafen muss es ja gut gehen. Und das sehe ich nicht, wenn ich nur alle 3 Tage oder so mal nachgucke. Ne? Da kann viel passieren bis dahin. Also selbst in 24 Stunden kann viel passieren. Also bei besonderen Wetterlagen fahren wir auch mehrfach. Ne? Holger hat rund 1500 Schafe auf 12 Naturschutzflächen im Einsatz. Ohne die Herdenschutzhunde wäre die Schafhaltung wegen der Gefahr durch den Wolf so nicht mehr möglich, sagt er. Ja, wir machen nur ihren Job. Seit 2014 züchtet Holger Benning zusammen mit seiner Frau diese besonderen Hunde. Nicole Benning kümmert sich um den Herdenschutznachwuchs und dessen Ausbildung. So, Mausi, dann wollen wir mal nach deinen Welpen gucken. Alles gut? Alles gut? Ja. Hallo, Babys. 4 Wochen sind die kleinen Herdenschützer jetzt alt. Das, was wir jetzt gerade machen, ist halt auch eigentlich so ganz nebenbei ein bisschen Welpentraining. Nämlich Sozialisierung auf Menschen und auf ungewohnte Dinge, die man nicht so kennt. Das lernen sie durch solche Sachen. Und je mehr man sie mit sowas konfrontiert, desto weniger sind sie später erschüttert. Nicole will die Welpen heute weiter an ihre späteren Schützlinge, die Schafe, gewöhnen. Denn als erwachsene Hunde müssen sie die Schafe als Teil ihres Rudels akzeptieren und sie bei Wolfsangriffen verteidigen. Ganz wichtig für die Rudelbildung ist auch das gemeinsame Füttern und Fressen. Wir sind jetzt mit den Welpen in der Sozialisierungsphase. Das heißt, wir sozialisieren sie auf uns, auf Menschen, also auf unterschiedliche Menschen auch. Ja, guck mal, nichts übrig geblieben. Und wir sozialisieren sie auf die Weidetiere, auf die sie später aufpassen sollen. Das heißt nicht, dass wenn die Welpen jetzt nur Schafe kennenlernen, dass sie dann auch später nur bei Schafen gehalten werden können. Sondern man kann auch die trotzdem bei Rindern oder Pferden einsetzen. Aber das ist halt elementar, dass sie einfach jetzt Weidetiere kennenlernen. Und die nächste Phase ist dann Stromzaun. Also wir sind quasi in der Welpengrundschule hier. Sag mal, was ist denn los? Wenn es weiter gut läuft, können die Welpen in 3 Monaten auf eine Weide mit Schafen. Bei Emsbüren hat Maike Hoberg heute auf einer ihrer Magerrasenflächen eine besondere Pflegemaßnahme geplant. Unterstützt wird sie dabei von einer Schulklasse aus dem Ort. Das sind jetzt so Blumen, die wir gar nicht so toll finden, aber wir zeigen euch noch besser. Die kann man dann nehmen, möglichst weit unten anfassen und so rausziehen. Ne? Und wenn ihr die so rausgezogen habt, dürft ihr die auch einfach auf der Fläche liegen lassen. Das vertrocknet dann alles, das vergeht, das ist ja Natur. Das dürfen wir dann ruhig liegen lassen, das ist ja kein Plastikmüll. Jetzt geht's los, ja. Och, sind doch... Natürlich, ach, ich bin immer aufgeregt bei Freude, aber...
sind doch total niedlich und ich glaube, das klappt schon. Wir legen jetzt gleich mal los. Und ich habe ja Gott sei Dank auch Unterstützung von den Eltern. Das klappt schon, die sind doch gut motiviert. Weil diese Fläche zu klein und das Nahrungsangebot für Schafe oder Rinder zu gering ist, müssen die Menschen heute anpacken und die Gewächse entfernen. Nur so können sie diese Fläche offen halten. Jungs, klappt's? Klappt prima. Also hier ist ja schon der halbe Wald weg. Gerade Birken machen ihnen zu schaffen. Doch Maikes Aktion hat noch einen wichtigen Sinn. Sie will den Kindern gemeinsam mit den Lehrkräften und Eltern zeigen, wie wichtig solche Lebensräume sind. Es ist natürlich auch lehrreich, ne? Also, dass sie einfach auch merken, dass die Natur irgendwie geschützt werden muss. Und genau, dass wir da auch mit drauf aufpassen müssen, auch wenn das jetzt hier nicht unser eigener Garten ist. Ja, dass wir auch überall aufpassen, dass wir unsere Natur irgendwie erhalten und alle Lebensräume. Und dann finden sie noch etwas ganz Besonderes. Unter meiner Hand, ne? Ein Sandlaufkäfer. Da läuft er. Der ist wirklich selten, das ist wirklich so. Der braucht diese Sandmagerlebensräume, der kommt auch nirgendwo anders vor. Hier haben, guck mal, du siehst, er kann hier laufen. Brauchst du nicht. Solche Momente, ja, da nimmt man die ganze Motivation wieder mit und weiß, bloß weitermachen, das macht schon Sinn, was wir hier tun. Auch auf dem Langenberg macht sich Naturschützer Dietrich Westphal Gedanken wegen der nachwachsenden Gehölze. Also auf lange Sicht wächst das alles zu, wenn man da nichts dran macht. Ja, ja, genau. Und die Heide, als auch dieser Sandmagerrasen hier, der beheimatet doch eine ganze Menge Arten, die man so nicht in der Art und Weise mehr findet. Naja, klar, also alles, was an Gräsern und ich sag mal so Brombeeren und all sowas, ne, oder einzelne andere Gehölze, so hier und da vielleicht mal so eine Traubenkirsche oder ähnliches, was da hochkommt, das ist alles verbissen und die haben auch den Ginster zum Teil so ein bisschen schon gestutzt. Das ist schon ein deutlicher Unterschied zu dem, als sie hierher gekommen sind, ja. Holger bringt seine Tiere jetzt auf eine andere Fläche, auf der die Schafe bis zum Herbst noch ausreichend Futter finden. Dank ihres Einsatzes ist die Magerrasenfläche auf dem Langenberg auf einem guten Weg, ein Paradies für seltene Tier- und Pflanzenarten zu werden. Das wird halt nicht von heute auf morgen gehen, das dauert ein paar Jahre. Aber ich meine, das kennen wir ja aus anderen Naturschutzgebieten. Das braucht halt einfach ein paar Jahre und vor allen Dingen Geduld und kontinuierlich immer eine Beweidung. Also nicht durchgehend, sondern jedes Jahr mindestens eine ordentliche, kräftige Stoßbeweidung mit hohem Fraßdruck. Und dann wird das hier genauso funktionieren wie anderswo auch.